herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Bezirksblätter nachgefragt, hier direkt von der Messe Bauen und Wohnen in Salzburg. Was es heuer an Neuheiten gibt, wie groß das Leistungsspektrum der heimischen Wirtschaft ist und was die Kunden eigentlich wollen, das bringe ich jetzt für Sie in Erfahrung. Direkt von der Messeeröffnung begrüße ich jetzt den Messeleiter Max Poringer. Herr Poringer, Statistiken bescheinigen, dass schöner Wohnen in Österreich immer beliebter wird. Es wird auch sehr viel Geld dafür ausgegeben. Bestätigen Ihre Besucherzahlen diesen Trend? Ja, nachdem wir jetzt am ersten Messetag sind, kann ich über Besucherzahlen natürlich noch nicht viel sagen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir im Vorfeld sehr viele Online-Anmeldungen haben zum Beispiel. Und allein, dass wir jetzt einen Ausstellerrekord haben, beweist schon, dass das Interesse wirklich groß ist. Wir haben normalerweise so an die 3.000 Voranmeldungen gehabt, sind aber jetzt schon fast über 4.000. Also ist das meines Erachtens eine schöne Zahl. Seit 35 Jahren gibt es die Messe und Sie müssen sowohl den Messebesuchern als auch den Ausstellern immer wieder was Neues bieten. Was ist das Highlight heuer? Ja, ein Highlight wird wahrscheinlich nicht ausreichen, wir haben natürlich mehrere, aber heuer ist die Holzwelt, die ja bei allen Publikumsmessen in Westösterreich irgendwo Holz ein Thema ist, ist bei der Messe sicherlich eines der größten, die es in Österreich gibt und ein tolles Highlight auf der Messe. Andererseits natürlich die Beratungszone, wo es, nachdem Bauen und Wohnen ein sehr komplexes Thema ist, vom Baumaterial hin bis zum Energiesparen, wie auch immer, oder sonstiges, und daher ist es vom Keller bis zum Dach, und daher ist es da sicher eine sehr tolle Einrichtung, wo sich über 10 Institutionen präsentieren. Herzlichen Dank und viel Erfolg für die heurige Messe. Danke. Landesrat Hans Mayer hat gerade die Messe feierlich eröffnet. Herr Mayer, als Wohnbau-Landesrat wissen Sie um die Bedürfnisse im Land Bescheid. Wo drückt der Schuh, wo haben Sie noch Arbeit? Ja, es gibt sehr viel Arbeit. Wir haben vor allem das Problem, dass wir die Wohnbauförderung neu aufstellen müssen. Das ist einerseits ganz, ganz wichtig für leistbares Wohnen in Salzburg und andererseits natürlich ein ganz, ganz ein wichtiger Impulsgeber für die Salzburger Wirtschaft. Das heißt, wir müssen es schaffen, mit weniger Mitteleinsatz, mit weniger Liquidität dasselbe Bauvolumen zu erreichen. Wir sind aber schon sehr weit. Wir werden die Ergebnisse im Laufe des März präsentieren. Jetzt starten die Bezirksblätter Salzburg mit einem neuen Schwerpunktthema ins neue Jahr, das heißt Wohnen daheim. Was glauben Sie, könnte die Salzburger da besonders interessieren? Was ein ganz großes Bedürfnis ist, Wohnen daheim und Wohnen im Alter. Ältere Menschen möchten so lange wie es geht in den eigenen vier Wänden wohnen. Und da setzen wir jetzt auch mit der Wohnbeförderung einen klaren Akzent. Nämlich wir werden Gelder dafür hergeben, die Wohnung oder das Haus barrierefrei zu machen. Also das wird eine neue Fördersparte sein, die wir forcieren. Und da können wir auch einen Beitrag dazu leisten. Herr Mayer, da haben Sie noch viel vor in Zukunft. Alles Gute dafür. Dankeschön. Danke. Und direkt am Messestand der Bezirksblätter Salzburg begrüße ich nun den Geschäftsführer Michael Kretz. Herr Kretz, mit Wohnen daheim haben die Bezirksblätter heuer einen Schwerpunkt gesetzt. Warum liegt Ihnen das Thema am Herzen? Es ist eigentlich ein logischer nächster Schritt nach Wir kaufen daheim, das wir im letzten Jahr als Schwerpunkt hatten, hier wieder unsere Stärke auszuspielen, nämlich die Dienstleistungen, die Produkte, die Ideen der heimischen Wirtschaft und uns als Kommunikationspartner an die Bevölkerung, an die Interessen heranzutragen. Und es ist ein wichtiger Aspekt, vor allem vor dem Hintergrund, dass derzeit das Thema Wohnen, aber das Thema auch Wohnhaussanierung, Wohnraumschaffung im Mittelpunkt steht, und das wollen wir damit begleiten. Zum ersten Mal haben die Bezirksblätter Salzburg auf der Messe Bauen und Wohnen einen eigenen Stand. Es finden sogenannte Regionaltage statt. Was darf man sich darunter vorstellen? Wir wollen eigentlich hier das leben, was wir jede Woche, jeden Tag mit unseren Zeitungen tun. Wir haben zu den einzelnen Messetagen Bezirksschwerpunkte gemacht, wo wir die Wirtschaft aus den Bezirken, die Interessen aus den Bezirken hier zusammenführen wollen und ein Netzwerk bilden wollen. Also das, was wir jede Woche mit unserer Zeitung machen, wollen wir hier lebendig zeigen, und das, glaube ich, stößt auf großes Interesse. Herzlichen Dank. Eines der innovativen Unternehmen auf der Messe ist Bernit Natursteine, und da begrüße ich jetzt die Christina Behrendt. Herzlich willkommen. Frau Behrendt, auf der Messe zeigen Sie beeindruckende Einsatzmöglichkeiten von Stein, sowohl für außen, aber auch für innen. Woher beziehen Sie das Naturmaterial? Wir beziehen eigentlich das Naturmaterial weltweit, wobei wir in letzter Zeit natürlich eher versuchen, uns auf die heimischen europäischen Märkte zu konzentrieren. Es ist doch auch ein Umweltgedanke, der eine Rolle spielt.
dass man kurze Anfahrtswege hat. Es gibt wunderschöne Materialien auch bei uns. Konkret beziehen wir momentan sehr viel aus der Türkei, aus Spanien und seit neuestem, also seit heuer auch aus Kroatien. Die haben auch wunderschöne Steine und da ist halt der Anfahrtsweg sehr kurz. Italien ist sowieso einer unserer Hauptlieferanten. Sie haben gerade den Umweltgedanken angesprochen. Dafür sind Sie auch für Ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden mit dem Umweltpreis. Was stand da dahinter? Da stand eben genau das dahinter. Also ich selbst habe zwei kleine Kinder. Man macht sich Gedanken, was bringt die Zukunft. Die Umwelt ist wichtig, Umweltverschmutzung ein großes Thema. Und daher ist für uns kurze Transportwege, LKWs zum Beispiel, die wesentlich schadstoffärmer sind. Dann auch zum Beispiel ein großer Gedanke, Mosaik wird zum Beispiel jetzt auch aus recyceltem Glas hergestellt, was natürlich auch wichtig ist. Und generell die Fliese und der Naturstein als solches ist ein sehr langlebiges Material. Das kann ich viele Jahre im Haus haben, ist viele Jahre, wenn ich es gut auswähle, auch ein schönes Produkt. Und ich glaube, da kann man dem Umweltgedanken schon gut Rechnung tragen und für das sind wir sicherlich auch ausgezeichnet worden. Und auszeichnungswürdig ist auch Ihre Mitarbeiterpolitik. Ja. Stichwort Mitarbeiterpreis. Mitarbeiterpreis, der hat mich persönlich sehr gefreut, weil wir eine junge Mitarbeiterin damals aus der Karenz in eine Abteilungsleiterposition befördert haben. Die hat natürlich mit einem kleinen Baby zu Hause viel von zu Hause aus gearbeitet. Und dieser Homeoffice, den wir ihr da errichtet haben, das war auch offensichtlich dem Land Salzburg auszeichnungswürdig und wir haben uns darüber sehr gefreut. Dankeschön. Danke sehr. Und wie schön diese Naturprodukte sind und was das kleine Baby des Unternehmens ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Firma Bernit Naturstein im Flachgau hat sich auf den Rohstoff Stein spezialisiert. Die Firma Bernit wurde 1928 gegründet, und zwar von meinem Großvater Ewald Behrendt. Dann ist die Firma weitergeführt worden von meinem Vater Albin Behrendt in Kooperation mit seinem Bruder Ewald Behrendt. Wir sind ein Handelsunternehmen, und zwar für Natursteine und Fliesen, haben natürlich alles rund um Haus und Garten anzubieten. Wir produzieren selbst auch. Wir haben einen eigenen Produktionsbetrieb, der also Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Stufenanlagen, Poolumrandungen etc. aus Stein fertigt. Auch in der Stadt Salzburg ist Bernit Naturstein regional sehr stark verankert. Also die Firma Bernit ist auch in der Region sehr verankert. Seit letztem Jahr, seit September letzten Jahres, haben wir ein neues Baby. Das ist unsere kleine Filiale in der Salzburger Stadt, in der Innenstadt, um auch hier näher am Kunden zu sein und vor allem auch die Salzburg Süd und angrenzenden Gemeinden damit gut abdecken zu können. In der Stadt Salzburg befindet sich unser nächstes innovatives Unternehmen, nämlich Velopumpen, das wir Ihnen jetzt in einem kleinen Beitrag vorstellen. Die Anfänger der Firma Velo Hochleistungspumpen geht weit zurück bis ins 19. Jahrhundert. Gegründet wurde die Firma Velo damals vom Ureigentümer Louis Oplender im Jahre 1872. Das war eine Kupfer- und Messingwarenfabrik, die sich hauptsächlich mit Brauereien beschäftigt hat. Und sein Sohn Wilhelm Oplender, da kommt auch der Name der Firma Velo her, Wilhelm Oplender ist die Abkürzung, hat 1928 den ersten Umlaufbeschleuniger patentieren lassen. Und von diesem Zeitpunkt an hat sich der Bereich Pumpen stark entwickelt. Wir haben Pumpen in drei Marktsegmenten aktuell, in der Gebäudetechnik, Watermanagement wie Abwasserverbände, Kläranlagentechnik und Pumpen auch für den Bereich Industrie und OEM-Produkte. Vor allem im Bereich Forschung setzt Velo Maßstäbe und ist weltweit aktiv. Und von Velo begrüße ich jetzt den Herrn Almer bei mir. Von Salzburg aus geht es für Velo in die ganze Welt. Wer sind Ihre Kunden und was ist Ihr Einsatzgebiet? Unsere Kunden sind natürlich alle Fachbetriebe wie Installateur, Großhändler, Planer. Das sind unsere Hauptansprechpartner. Wir haben nicht nur Produkte in der Gebäudetechnik, sondern auch im Schwerpunkt Kommunaltechnik, Industrietechnik und Erstausrüsterkunden. Und unser Unternehmen ist ein deutsches Unternehmen mit Zentralsitz in Dortmund und in Österreich eine Zentrale in Wiener-Neudorf und ein großes Vertriebsbüro in Salzburg. Jetzt legt Velo gesonderten Wert auf Forschung. In welche Richtung geht diese Forschung und was erwarten Sie sich davon? Der ganz klare Trend, Forschung ist in der Forschung von Antriebstechnologie, Motoren. Das heißt, alle Motoren müssen effizienter werden. Es gibt eine neue Richtlinie seit 2013, um effizientere Motoren auf den Markt zu bringen. Hier gibt es noch viel Potenzial und in diesem Bereich setzt Velo
sehr viel Geld hinein, um hier die Motoren noch effizienter zu bekommen. Wie werden diese Motoren vorrangig betrieben? Das sind hauptsächlich Permanentmagnetmotoren. Das heißt, wir haben einen starken Magneten als drehenden Teil und mit Elektronik wird dann die Polarität umgeschalten. Das ist eigentlich sogar das Hauptthema. Aber es gibt noch sehr viel Bestand in alten Pumpentechnologie, die laufen immer noch und hier gibt es dramatisches Energiesparpotenzial. Das kann man sich ungefähr vorstellen, so 1:10, alte Pumpe zu neue Pumpe. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Messe. Dankeschön. Und auch Wimmerholz fehlt auf keiner Messe bauen und wohnen. Und da begrüße ich jetzt den Herrn Ziller. Herzlich willkommen. Hallo. Sie, Bär und Fair, arbeiten ja hauptsächlich heimische Hölzer. Was sind so die Highlights der Messe heuer? Ja, die Highlights der Messe sind eigentlich so wie auch im vergangenen Jahr. Die Eiche dominiert speziell den Bodenmarkt. Also Parkettböden in alle Variationen, hell, dunkel, geölt, lackiert, gebürstet, gehobelt. Also es ist wie eigentlich das Jahr zuvor der Trend ziemlich gleich geblieben. Also Holz zum Greifen, zum Fühlen ist sicher das Highlight der Messe. Wimmerholz kennt man jetzt oft auch so als Schnittholzlieferant oder eben für Böden, wie Sie gesagt haben. Sie können aber noch viel mehr. Wir können viel mehr. Wir haben eigentlich zwei große Standbeine. Das eine ist die Produktion, wo wir im Holz bearbeiten für die Möbelindustrie, für verschiedene Holzspielwarenerzeuger etc. Und das zweite Standbein ist eigentlich der Großhandel, wo wir Marken, vor allem Bödenhersteller, Parkettbodenhersteller, vertreiben und das Ganze österreichweit. Also mit Lagerhaltung und Außendienst, also alles, was man dazu braucht, dass man Kunden gut betreuen kann. Jetzt unterliegt ja auch Holz gewissen Trends. Was sind so die Highlight-Hölzer, die Kunden zurzeit sehr gerne haben? Ja, wie Sie schon gesagt haben, die Zirbe ist in gewissen Einsatzbereichen sehr gefragt, sprich Schlafzimmermöbel, Schlafzimmerböden, also überall, wo Holz gut riechen muss oder sollte. Und in weiterer Folge gibt es auch so Heimwerke. Wir haben jetzt neu so Drechselholz, also wir verkaufen Holzstücke in gewissen Größen für Private auch, diese Holzschüsseln und so Sachen selber fertigen. Also, wie gesagt, alles, was irgendwie natürlich ausschaut, ist eigentlich das Gefragte. Also nicht nur den Großhandel bedienen Sie, sondern auch als Privatkunde kann ich zu Ihnen nach Kuchl kommen und sagen, ich hätte gerne ein Stück Zirbenholz, damit es gut riecht bei mir in der Wohnung. Also Sie bedienen von groß bis klein. Genau, ganz genau. Also nicht nur ein Stück Zirbe, Sie können bei uns von Fenster, Türen, Möbel, also wir sind wirklich ein Komplettanbieter rund um den reinen Bauherrn, sprich den Privatbau. Herrn, der auch auf dieser Messe normal zugegen ist. Also wir sind wirklich Komplettanbieter. Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Danke. Dankeschön. In der Holzgemeinde Kuchl befindet sich Wimmerholz, der Spezialist für heimisches Schnittholz. Ja, wir sind da bei der Firma Wimmerholz in Kuchl, in der Holzgemeinde Kuchl. Wir sind ein Laubholzbetrieb in der zweiten Generation. Mein Vater hat den Betrieb 1957 gegründet als Holzhandel, 1960 ist das Sägewerk gebaut worden, damals schon für Sonderhölzer eigentlich gebaut worden und immer weiter vergrößert worden, zu einem Bandsägewerk umfunktioniert dann. Vor 10 Jahren habe ich das dann noch weiter ausgebaut und wir schneiden heute 80-90% heimische Laubhölzer ein, die wir bei unseren Wahlverbänden, Organisationen, Bundesforste etc., Privatwälder in der Umgebung bis Deutschland hinaus, also auf jeden Fall Mitteleuropa, einkaufen. Nicht nur im Schnittholzbereich, auch für Fertigprodukte ist Wimmerholz ein gefragter Anbieter. Welches Holz die Salzburger mögen, wissen wir also jetzt. Was die Messebesucher sonst noch so interessiert, ich habe mich für sie umgehört. Wir haben also eigentlich wegen besonderen Sachen, also Energiesparen, Photovoltaik, Speichermöglichkeit, das war einmal ein Grund, dass wir zur Messe gingen. Und da möchten wir uns also, da sollen wir ein bisschen tischlern und da möchten wir noch einen Holzbereich, ein wenig neue Sachen schauen. Ja, wir renovieren ein Haus, innen ausbauen und außen ein bisschen und dann informieren wir uns natürlich. Aha. Was sind so die speziellen Inhalte, über die Sie sich informieren wollen heute? So Treppengländer und Wandfarben und so weiter, ja. Aber wie gefällt es Ihnen? Ja, mir gefällt es gut, ganz gut, super. Jana?
Mir gefällt es gut, ich war schon öfters da, aber war auch wieder schön, gell? Muss ich auch sagen, ja. Sind Sie auf der Suche nach was Speziellem, nach spezieller Beratung oder Information? Nein, wir schauen eigentlich nur durch und lassen uns inspirieren. Was glauben Sie, wie wichtig für Messebesucher oder für die Salzburger ist, dass es dabei um heimische Firmen, um regionale Firmen geht? Ja, immer mehr. Also ich denke mir gerade im Holzbereich oder auch was die Baustoffe anbelangt, das Regionale, dass man weiß, wo das herkommt, letztendlich auch die regionale Wirtschaft wird dadurch gestärkt. Und also ich glaube, dass das an Bedeutung gewinnt. Und letztendlich hat man oft mehr das Vertrauen in die Qualität der Produkte. Und wie viel Wert legen Sie dann auch drauf, dass das von heimischen Unternehmen gefertigt wird, was Sie jetzt umbauen? Ja, eigentlich nur von einheimischen. Nur die heimischen Betriebe. Ja, weil das ist, wenn wir Arbeitsplätze haben da, ne? Holz ist genial, das haben wir schon von Wimmer Holz gehört. Nun begrüße ich aber den Alexander Koller von Wieland Treppen. Herzlich willkommen. Auch Sie verwenden heimische Hölzer. Was kann beispielsweise der Lungauer Baum, was andere nicht können? Na, er wird zu ganz besonders schönen Treppen, möchte ich mal sagen. Also wir arbeiten auch mit Lungauer Facharbeitern, mit Arbeitskräften aus dem Lungau. Wir sind generell sehr naturverbunden, heimatverbunden in dem Sinn und verwenden also auch hier dadurch natürlich Material, das aus der Region kommt. Sie fertigen ja für jeden Kunden maßgeschneiderte Treppen. In welcher Phase der Planung soll man Sie da schon kontaktieren? Also es kann eigentlich nicht früh genug sein, möchte ich mal sagen, weil die Treppe natürlich einerseits durch gewisse Normvorgaben in ihrer Größe, in ihrer Ausführung passend ausgeführt sein muss. Und deswegen gehört auch in der Planungsphase der Platzbedarf zum Beispiel einerseits, aber auch die technisch machbaren Möglichkeiten abgeklärt, weil ja nicht jede Treppe bei jeder Art von Haus funktioniert. Das heißt, bei einem Riegelbau sind bestimmte Konstruktionen möglich, andere wieder nicht und genauso bei anderen Bauweisen. Das heißt, während ich mein Haus oder meinen Umbau plane, kommt ein Sachverständiger von Ihnen und schaut sich das an oder wie darf man sich das vorstellen? Ganz genau. Entweder es ist so, dass wir vor Ort die Baustelle besichtigen beziehungsweise die Planunterlagen mit dem Kunden durchgehen und anhand dessen mal abklären, was technisch möglich ist. Oder der Kunde kommt in unseren Schauraum, der in Salzburg-Elsbeten sehr verkehrsgünstig liegt für den Hauptmarkt Salzburg und informiert sich dort über die Möglichkeiten. Mhm. Nun ist Wieland Treppen ein sehr traditionsbewusstes Familienunternehmen, das aber, wie Sie schon gesagt haben, auch über die Grenzen des Lungaus hinaus wirkt. In Elsbeten gibt es den Schauraum. Mhm. Wo wirkt Wieland Treppen, die Firma, sonst noch so? Ja, der Radius ist natürlich, wenn man alles mit einbezieht, relativ groß. Also wir arbeiten teilweise auch im Ausland, bis Russland, Kroatien und so weiter. Der Hauptmarkt ist natürlich Österreich, Kernmarkt, Salzburg und Umgebung, so circa 300 Kilometer Umkreis vom Firmensitz ist eigentlich unser Hauptbetätigungsbereich. Mhm. Und haben Sie gesagt, Sie beschäftigen hauptsächlich Lungauer Mitarbeiter. Wie groß ist der Mitarbeiterstamm derzeit? Ja, wenn man alle zusammennimmt, liegen wir über 20 Leute. Also das ist relativ viel für einen Treppenbauer und dementsprechend ist auch unser Volumen, das wir fertigen. Und die Fertigung selbst liegt bei Ihnen im Lungau mit eigenen Leuten, richtig, Mitarbeitern? Genau. Mhm. Okay, so, dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg auf der Vielen Messe. Dank. Dankeschön. Wenn ich mal groß bin, möchte ich eine Wielandtreppe werden. Das denken sich wahrscheinlich alle jungen Bäume, wenn sie diese Treppen sehen. Die Firma Wieland wurde 1941 gegründet. Das Unternehmen, das mittlerweile in dritter Generation geführt wird. Wir haben im Moment um die 20 Mitarbeiter. Das ist für einen Treppenbaubetrieb relativ viel. Dementsprechend ist auch das Produktionsvolumen, das wir im Jahr umwälzen sozusagen. Wir bewegen uns da im Bereich zwischen 300 und 400 geschossenen Treppen in etwa. Unsere Kunden setzen sich zum einen aus Bauträgern, Architekten zusammen, aber zum überwiegenden Teil auch aus Endkunden, also dem klassischen Häuselbauer, der von uns in der Bauphase und auch in der Planungsphase schon bestmögliche Betreuung bekommt, weil es natürlich irrsinnig viele Schnittpunkte zu anderen Gewerken gibt. Echte Gusto-Stücke sind sie allemal, die Treppen von Wieland aus dem Lungau. Von Goldegg aus erobert der Familienbetrieb Gfrerer die heimischen Küchen. Und bei mir begrüße ich nun den Josef Gfrerer. Herzlich willkommen. Grüß dich. Das Interesse der Österreicher steigt ja am schöner Wohnen. Wie sehr spielt da Funktionalität, Individualität und Design eine Rolle?
Ja, ich gebe Ihnen recht, das Interesse im Eigenheim steigt natürlich. Für die Leute wird das Wohnen immer wichtiger. Natürlich sind Geschmäcker verschieden und darum will ja jeder seine Wohnung individuell einrichten. So wie man jetzt den Trend sieht, ist eigentlich alles ziemlich modern unterwegs. Darum ist auch das Design auch sehr wichtig geworden. Und was für die Küchen jetzt, was für die Leute jetzt speziell im Thema Küche ist, sollte die Funktionalität natürlich auch immer passen. Also spielen eigentlich alle drei Faktoren eine große Rolle. Was sind da derzeit so die Trendfarben an Küchen oder Hölzer? Ja, auf alle Fälle mal helle Küchen, gell, weiß, Magnolienweiß, ist dann voll den Trend, Matt oder Hochglanz. Und dazu immer lässiges, rustikales Holz. Zurzeit ist Wildeiche sehr modern und alle Altholzarten, zum Beispiel Altholz-Eiche, Altholz-Fichte, einfach ein lebendiges Holz, das ist jetzt einmal sehr modern. Freira Küchen hat ja als kleines Traditionsunternehmen in Goldegg gestartet und hat sich jetzt ziemlich schon ausgeweitet. Was ist das Erfolgsrezept an Freira Küchen? Ja, der Haupterfolgsfaktor ist einfach das, dass wir ehrliches, bodenständiges Unternehmen sind. Wir sind konsequent, wir machen alles genau und bei uns liefert am 27. Juli, heißt, dann sind wir am 27. Juli auch da. Dann haben wir unser Unternehmen ein bisschen strategisch aufgestellt, das heißt, wir fahren eine strategische Werbelinie. Wir erweitern jetzt unser Werbegebiet und ja, machen halt da ein bisschen Marketing. Zum Beispiel eine Social Media, so wie Facebook, das nutzen wir auch. Und das kommt bei den Jungen unter 30 sehr gut an. Und so, wenn ich jetzt Kunde bin, gibt es da so Standardküchen bei euch, so Standardprogramme oder werden die alle individuell gefertigt? Bei uns wird alles individuell gefertigt. Wir machen eine gescheite Kundenbedarfsanalyse und auf der Bedarfsanalyse wird dann jede Küche individuell geplant und gefertigt. Das heißt, bei uns schaut keine Küche aus wie die andere. Jetzt werben ja die großen Möbelhäuser mit XXL-Dumping angeboten. Wie kann man da als kleiner Tischler aus dem Bongau konkurrieren? Ja, in der Möbelbranche ist sowieso ein harter Preiskampf. Das heißt, man kann nur mithalten als Kleiner, wo man was anderes macht wie die anderen. Das heißt, man braucht ein sogenanntes USB, so, dass man unvergleichbar ist. Und da müssen wir jetzt schauen, dass der Kunde halt dann genau das will. Das sind bei uns zum Beispiel so Raumteile, was wir aus der Tischlerei selber dazu machen. Die kann halt der Große halt da nicht machen. Und meistens sind wir von der lockerten Küche aus sind wir preisgleich und nur durch die individuellen Sachen, das ist halt der Unterschied dann meistens. Aber dass der Große so viel günstiger ist, das stimmt meistens nicht. Man hat noch weniger Service. Ja, herzlichen Dank. Und wir schauen jetzt gleich nach Goldegg ins Küchenstudio Gfrera. Die Firma Gfrera aus dem Pongau liefert Qualitätsküchen aus eigener Hand. Die Firma Gfrera wurde 1985 durch meinen Papa gegründet. Er hat im Prinzip aus einer normalen Tischlerei angefangen und hat so Möbel ohne Karte eigentlich bis jetzt gemacht. 2008 bin ich dann ins Unternehmen eingestiegen, da haben wir dann unsere Firma auf Küchen spezialisiert, das heißt, wir sind jetzt eine Tischlerei spezialisiert auf Küchen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor von der Firma Gfrera ist einfach das, weil wir ein seriöses, bodenständiges Unternehmen sind. Langfristig kann man als Unternehmen nur bestehen, wo man ehrlich ist. Das heißt, wo man konsequent an seinem Erfolg arbeitet. Ich sage immer, ein gutes Unternehmen erkennt man daran, wie es mit Reklamationen umgeht. Das heißt, wenn eine Reklamation innerhalb von einer Woche bearbeitet ist, dann ist man ein gutes Unternehmen. Und wenn eine Reklamation gar nicht bearbeitet wird, dann ist man dementsprechend ein schlechtes Unternehmen. Und genau das macht die Nachhaltigkeit aus. Und Ehrlichkeit heißt immer, wenn Liefertermin 27. Juli ist, dann ist bei Gfrera immer der Liefertermin 27. Juli. Funktionalität und Individualität gehören bei Gfrera Küchen zum 1x1. Und abschließend machen wir noch einen kleinen Schwenk zu unserem Nachbarstand, wo der Franz Perschel vom Lagerhaus schon auf uns wartet. Herr Perschel, dass das Lagerhaus die Kraft am Land ist, das wissen wir bereits. Aber was gibt es aktuell Neues? Ja, wir sind circa 15 Jahre jetzt auf der Messe Bauen und Wohnen und haben jedes Jahr einen Messeschwerpunkt, so auch heuer wieder. Wir haben unser Internet völlig neu gestylt in Sachen Salzburger Massivhaus. Wir haben circa neue Modelle herausgebracht. Und das Neue daran ist einfach, dass jeder Kunde jetzt unter www.salzburger-lagerhaus.at sich sein Haus konfigurieren kann und auch den Preis dafür bekommt. Nun gibt es das Lagerhaus 76 Mal in Salzburg und Umgebung. Sie sind also flächendeckend naher Versorger. Ist Nähe Ihr Erfolgsrezept?
Absolut. Wir sind sehr gut vertreten im Land Salzburg. Das ist eine Stärke. Wir haben auch hier auf der Messe unsere besten Fachberater hier. Und unser Erfolgsrezept ist eigentlich, dass wir die besten Berater hier am Stand haben und dadurch sehr, sehr viele Kunden. Das freut uns sehr. Dann weiterhin alles Gute auf der Messe und auch sonst. Dankeschön. Danke für uns. Liebe Zuschauer, Sie sehen, Qualität und Regionalität steht bei den Kundenbedürfnissen ganz oben. Und genau deshalb treffen die Bezirksblätter Salzburg mit ihrem neuen Schwerpunkt Wohnen daheim den Puls der Zeit. Nachzulesen sind diese Berichte in allen Bezirksblättern und auf www.meinbezirk.at. In diesem Sinne, wohnen Sie fein und machen Sie es gut. Auf Wiedersehen!